Eben. Glaube, der zweite Aspekt neben dem Smart-Modell bezüglich Ziele ist Glaube, weil eben dadurch, dass ihr das Ziel eben nicht einfach so erreicht, dass ihr einfach was reinholt, was Neues braucht dafür, ist es eben nicht sicher, dass ihr es schafft. Und das ist ja eben das, was ein Ziel auch ausmacht, ins nächste Level zu gehen. Und deswegen braucht man Glaube, Glaube an sich selber, Glaube, dass man es auch schaffen kann, Glaube an seine Fähigkeit, Glaube an seine Lösungsorientiertheit, Glaube an seine Kreativität, dass man eben auch Wege und Lösungen findet, weil das ist auf dem Weg zum Erreichen von dem Ziel meistens ja der Fall, dass die bekannten Wege, die man bisher gegangen ist, einen nicht an das Ziel führen, sondern dass man neue Wege reinholen muss, neue Wege rein in den Prozess holen muss. Und da ist es, da passiert die Magie. Und deswegen bin ich so ein Verfechter von Eigenverantwortung, Fleiß und Kreativität, weil die beiden, die drei Aspekte, die bringen euch dann schlussendlich die letzten 5% zu eurem Ziel dann auch wirklich hin.